Mikrofon und nah hinhalten. Hör dich gar nicht. Ja, aber das ist ja wurscht, wir hören uns ja so. Kann ja so gerade bleiben. Ey, Max, ist ja wurscht, ne? Wir. Das kommt ja trotzdem dann draußen an. Wir hören uns ja so oder so. Hey Max, Max, ja. Wo ist der Zoom? Wo ist der Zoom von der Kamera? Also an alle. Sind wir schon live? Echt? Ah ja. Herzlich willkommen zu dem Kreispokal-Klassiker Eckersdorf gegen DJK Bamberg. Wie ist, machen Sie sich ein Bier daheim auf, so kann ich das bewegen, legen Sie sich zurück und genießen Sie das Spiel. Jogginghose anziehen und die Eier rausbaumeln lassen. Hier sehen Sie Jonas Stangenberg, hagedicht von gestern, wie man ihn kennt. Falls Sie Probleme haben, um es zu hören, auch genannt Mr. Schrittfehler, Herr Stangenberg. Schalten Sie oder drehen Sie die Lautstärke nach oben. Hallo, hallo. Bei ja, herzlich willkommen heute hier zum Klassiker, drei Tage vor Weihnachten. Ja, vier Tage, ja, heute ist der 20. glaube ich. Heute ist 21. 21. Heute ist 21. Ja. Das war schon richtig angesetzt. Hier sehen Sie Fabian Günther, auch genannt Zwiebel. Keine Ahnung, wie das da zustande gekommen ist. Vielleicht stinkt er so nach Zwiebeln immer. Ja, oh, das habe ich vorher alles abfotografiert. Geil. Ah. Alter Raum, ja. Hallo? 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 Mir gefällt es mit der Kamera noch nicht so ganz hundertprozentig. Ja, Eckersdorf, auch irgendwie Bayreuth 2, ist nicht zu unterschätzen. Sie dreht mit vielen ehemaligen Spielern des BBC Bayreuth an. Unter anderem Simon Schleicher und Alexander Dörfler, die beide schon Regionalliga gespielt haben. Also das mit dieser scheiß Kamera. Ja. Sack, ey. Du musst heute nur Kamera mal machen anscheinend. Hier Moritz Reichel. Hey, da musst du ja die ganze Zeit so machen, ne? Dann gleich. Vielleicht macht der Raum die Punkte. Ja, dann film du und der Raum macht die Punkte. Das ist doch besser. Wenn du nicht beides machst, dann hock du dich dahin. Ja, klar, kannst du ja. Zahlreiche Zuschauer haben den Weg schon in die Halle gefunden. 15 Stück. Auf der Bank unterhalten sich Jojo Hein und Roman Rabak über die Taktik des Spiels. Nee. Das ist scheiße einfach. Ey, geil, das habe ich gerade alles abfotografiert. Perfekt. Aber jetzt ist gut. Wir haben sogar noch die Freiwurfquoten und die Dreierquoten habe ich auch abfotografiert, ey Max. Ja, dann willst du hier hin, wo ich sitze? Wenn du es höher stellst. Ja. Hier kannst du auch bestimmt noch höher, oder? Das kannst du auch. Aber wenn du das hier, kann man das doch bestimmt auch alles hoch, oder ne?
außenrum. Nee. Und da hoch. Ey, vielleicht ist es noch besser, okay. Und wenn du dich in die Ecke hinsetzt und den, das ist doch am besten, oder? In der Ecke eigentlich. Dann geh halt in die Ecke. Doch, aber das kriegst du vielleicht rüber. Ja, ich weiß, die sind ab vorhin mit den Telefonen. Hier sehen Sie Manuel Schmidt. Die neue DJK-Hoffnung. Hier kriegst du es perfekt hin. Und dann nimmst du dem Roomie sein Mikrofon. Der Roomie nimmt meins. Es geht schon. Ja, aber dann gib's mal. So, Roomie. Großer Roomie. Hallo. Rumi? Nee, irgendwie nicht. Aber ist ja wurscht, wir hören uns ja so, die müssen uns ja nur im Internet hören. Das ist ein riesen Kopf, ey. Okay. Sind wir noch drauf, ey? Stangenberg, du geile Stange. Du machst keiner gern so und lang so lange wie du. Was machst du? Ja, läuft das jetzt? Hallo, ey, ich hab schwarzes Bild. Oh Mann, ey. Oh, wir sind ey. Leider gerade nicht live dabei. Ja. Hier hinter uns ein kleiner Amateur, der was lernen will von den großen Meistern. Manuel Schmidt, wie erwähnt. Kleiner Bruder des berühmtesten Biertrinkers in Bamberg in seiner Altersklasse, Moritz Schmidt. Erwähnt ja nicht, ey, hier. Erwähnt ja nicht meinen Namen mit Bier im Zusammenhang, ne? Machst du es jetzt so, oder was? Jetzt haben wir alles doch getauscht. Wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ja. Wir stellen sie teilweise einfach hin. Ich hab keine, das ist alles. Wir hatten jetzt das. So, dann sind wir jetzt kurz vorm entscheidenden ersten Sprungball. So. Hallo und herzlich willkommen jetzt hier. Hallo, zu dem Klassiker. Jetzt hören wir uns. Doch, ich höre was. Herzlich willkommen zum Klassiker. Beziehungsweise zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Eckersdorf und der DJK Bamberg 3. Die DJK fängt an mit der Nummer 22, Jaschinski, 15 Zeck, 13 Rabak, 8 Hoh, 9 und die Nummer 9 Reichel. Nehmt's im Mund, sonst hört mich nicht. Okay. Die Spieler kennen wir namentlich leider nicht. Sagen wir hier mal mit 9, der 13 11, Roman Rabak mit der 8 Hoh. Wer ist noch auf dem Feld? Christian Zeck. Warte, wir müssen noch den. Ey, Max! Dominik Jaschinski. Mach mal ein mit Foto der Nummer 22. Vom Spielberichtsbogen, dass wir wissen, welche Spieler. Wer ist von Ding. Ach, hast du die Nummer? Oh, perfekt. Ja, die kommen ja gleich demnächst. Ja, dann steck die anderen. Brauchen die anderen wir. Zwischen jemand zwischenzeitlich Achtung, aus die anderen. Ball. Und Matthias Zeck gewinnt ihn, aber. Und Dominik Jaschinski sichert den Ball. Dominik Jaschinski im Spielvortrag. Ein ruhiger und gleich, der erste Dreier. Ah, daneben leider. Rebound bei Eckersdorf. Gemütlich wird der Ball nach vorne gebracht. Ein bisschen fahrlässig, diese Spielweise. Das sah sehr nach Schrittfehler aus. Wurde aber nicht geahndet vom Schiedsrichter. Gute Defense bei Roman Rabak. Da muss die Halbzeit kommen. Oh. Und das sind die ersten Punkte durch Eckersdorf hier. Foul gegen die Nummer 5. Spielstand 2-0. Christian Raum, Spielstand 2-0. Den hat er nicht zählen lassen. Mann, ey, ihr könnt doch. Naja, ich wollte nur informieren, dass er für den Spielstand zuständig ist. Christian, Spielstand 0-0. Nee, doch den zählen lassen. Jetzt hat er ihn doch zählen lassen. Ey, der Schiedsrichter ja, hatte ich doch recht. Ziemlich nervös, an die Sache ranzugehen. Er hat eigentlich keine Ahnung. Hier bitte keine Beleidigung gegen den Schiedsrichter, Herr Biedermann. Halten Sie sich etwas zurück. Ja. So, hier. Chiho, der Bruder von Chrisiho. Michi Ho gibt den Pass weiter. Dominik Jaschinski. Und da ist der Pfiff. Neue 14 Sekunden und Einwurf für die DJK Bamberg an der Seite. Gut
Hier der Pass Rabak zu Roman Rabak. Setzt sich sehr schön durch. Und Michi Ho mit dem Zug zum Korb. Rückpass auf Roman Rabak und aber leider was aus. Wird gepfiffen? Er kann nicht erkennen, was der Schiedsrichter aus. Anzeigt. Ausentscheidung. Eine Ausentscheidung. Deutliche Ausentscheidung. Ein bisschen deutlicher für uns anzeigen. Christian, du hältst einfach deinen Mund. Schöne Hand von Christian Zeck. Also schöne Grüße an alle Zuschauer zu Hause, vor allem an Julian Knicke. Julian, ja. Falls du mich hörst, wir sind stolz auf deine Performance von gestern Abend. Und hier das Passspiel, die Nummer 11 von Eckersdorf. Hier sind wir namenstechnisch leider noch nicht so sicher. Und ein Foul, gute Entscheidung bei den Refs. Da ist der Rebound mit Christian Zeck. Gute Defense bei der DJK. Und Michi Ho geht coast. Michi Ho geht alleine zum Korb. Und das ist Foul. Und er macht das Ding. Ganz starke. Ganz starke Leistung hier von Michi Ho, der hier wieder neu im Herrn 3 Team zurück ist. Und für diese super Aktion gibt es noch eine Bonusfreiwurf für Michi Ho. Und zwei Freiwürfe. Entschuldigung, ein Freiwurf. Den ist sicher verwandelt. Sicher verwandelt. Damit ist die DOK wieder brennen. Ball auf die Seite Nummer 12 in der Ecke, die Nummer 9 schießt und daneben. Und starker Rebound bei Zeck und Reichel. Moritz ja, Reichel hier mit der Nummer 9. Die Außenseite. Ganz stark im Press der Herrn 3. Zeck. Rabak. Ah, versucht das Pick and Roll, klappt nicht. Und Mittelstanz durch Mittel Zeck, sicher. Starker Wurf. Starker Wurf hier. Ganz starker Wurf durch die Nummer 15, Matthias Zeck. Polizei, Oberkommissar in Bamberg. Ah, 3 wird verweigert. Aus, Schrittfehler. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Gute Entscheidung. Hier. Keine Ahnung. Michi hoch im Ballvortrag. Ja, schön hier und kurz für zwei Leute. Der gibt gleich den Wurf. Der sitzt da leider nicht und der Rebound ist bei Eckersdorf. Guter Rebound, ich noch ein weiter Pass. Da hat die Diopa gepennt. Da verlegt er leichtfertig, das war ja schlecht. Da versagt die Nerven unterm Korb. Ohne Scheiß, das Publikum ist zu laut. Es sind auch anscheinend einige Zuschauer aus Eckersdorf angereist, aber leider nicht der Taylor. Schön, das Foul gezogen. Das Foul von Mo Reiche und er wird an die Freiwurflinie gehen. Gut gezogen. Ohne Zweifel nochmal kein so sicherer Freiwurfschütze an die 60%. Ich guck nach. Aber der erste. Sicher verwandelt. Diese miesen Spekulationen von Christian Raum, ganz sicher von der Linie. Mo Reichel ist eigentlich. Oh, beide sicher ganz verwandelt. Sicher verwandelt. Moritz Reichel schießt 62,5% Freiwürfe in der Liga. Ja, hier wird er den Wert, ist er über seinen Durchschnitt. Ah, es kommt Nachwuchs. Seid gegrüßt. Immer noch mehr DOK-Fans betreten die Halle. Langsam findet man keine Plätze mehr. Die Halle platzt aus allen Nähten. Aus allen Nähten. Komischerweise trinkt Lukas Rüb Wasser auf der Bank, obwohl er noch nicht gespielt hat. Ah, vergebener Dreier, Rebound bei der Nummer 14. Starker Rebound, muss man leider zugeben. Da wurde schlecht ausgeboxt. Oh, Foul, und zweites Foul durch die Nummer 15, Christian Zeck. Absolute Fehlentscheidung bei den Referees. Das ja, Bier läuft schon wieder ziemlich gut. Auch ein kleiner Gruß an Julian Knigge, der ein sehr guter Fessler-Liebhaber ist. Ja, 7-3 für die DOK. Zweites Foul für Matthias Zeck, der auch fortgehend von Coach Max Raum ausgewechselt wird. Schrittfehler, sehr gute Entscheidung. Zweite Schrittfehler von der Nummer 11. Das hat er schon von Stangeberg-Dimensionen. Ja, Sebastian Seiler. Ja, es. Nur Jonas Stangenberg hat noch mehr Turnovers. Jetzt nehmen wir Coach gar nicht treu. Allgemein, er kommt, ja. Wow,
bringt sicher den Ball unter Druck auch nach vorne. Schöner Pass auf Jojo Heinz. Roman Rabber geht zum Kopf. Und eigentlich aus! Ausentscheidung. Gut gesehen beim Referee. Einwurf Roman Rabak auf Moraich in die Ecke, dann muss der Ball raus, jawohl, Jojo Hein. Jojo Hein geht auf die Mitte Richtung Highpost und er geht schön, ah, Pass. Moraich macht den Einwurf! Moraich! Ganz starkes Ding, guter Spielzug der DJK Bank. Auch ein sehr schöner Assist. Ohne Angst im Korb, legt nochmal ab auf Moraich, der versenkt sicher mit Foul und geht wieder an die Freiwurflinie. Ah, scheiße. Okay. Entschuldigung, falls man meine Kommentare noch nicht gehört. Und die Auszeit auf Eggersdorf. In Person von Simon Schleicher, die Auszeit. Das ist ja das Problem, wenn du dich selber nicht hörst, hören die dich auch. Echt? Ist ja behindert, ey. Wieso hat der Max keine gescheiten Mikrofone gehabt? Auszeit. Wo es wirklich. Nee, das ist mal richtig im Mund, dann hörst du dich selber, ne? Ja, ja, höre ich mich, ja. Ja. Und dann hört man dich auch im Internet. Ah, okay, tut mir leid an die Zuhörer zu Hause und Zuschauer, dass sie meine wertvollen Kommentare gerade noch nicht gehört haben. Ab jetzt bin ich dabei. Also hier nochmal schöne Grüße an Julian Knecke. Ich hoffe, dir geht's besser. Die Hand, das ist doch besser, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ich hatte jetzt eine Beine schon. Geht es nicht aufzumachen, oder was? Das Tor? Und Moraich geht an die Freiwurflinie, um sein 3-Punkte-Spiel perfekt umzubringen. Man hört uns fast nicht, glaube ich. Moraich an der Linie. Sicher verwandelt, 3 von 3 von der Freiwurflinie, ganz stark bei Moritz Reichel. Damit 10 zu 3 für die DJK. Könnte Career High sein. Bis jetzt im Spiel. In der Ecke, der steht auch im Aus. Ah, wird nicht gesehen. Das ist eine Zonenverteidigung der DJK. Und oh! Rejected bei Moraichel, aber im Nachfassen die Nummer 6. Versenkt ihn ein, aber was für ein schöner Block von Moraichel, aber leider wirkungslos. Ja, mich und Foul, schön das Foul gezogen. Natürlich, klares Foul, ich verstehe nicht, wie um die Eckersdorfer da das Kommentieren anfangen. Ganz klare Foulentscheidung, ganz klar. Und jetzt wechselt sich Simon Schleicher ein, der schon Regionalliga gespielt hat. Pro A, war auch mal im Kader gestanden. Pro A war auch im Kader. Aber ob er was kann, das wissen wir nicht. Ah ja, wir werden es sehen. Pass auf, Rabatt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Jojo Hein swingt oben zu Dominik Janczynski, der trippelt ein bisschen zu lange mit dem Ball. Und er nimmt 3 eiskalt ins Gesicht. Oh, guter Einsatz von Jojo Hein. Jojo Hein kämpft und Eckersdorf am Ball. Spielerwechsel, jetzt kommt Mr. Turnover, Jonas Stangenberg wechselt sich ein. Im Schnitt 4 Turnovers. Dass das nicht eine Fehlentscheidung ist, dass er sich schon so früh einwechselt. Was sagen Sie dazu, Simon Burger? Ja, das werden wir gleich sehen, ob gleich der erste Schrittfehler erfolgen wird oder nicht. Ich bringe den Ball nach vorne. Ich bin gespannt, ob Mr. Turnover gleich seinem Ruf alle Ehre machen würde. Die DJK mit einer 3-2-Zonen-Verteidigung. Damit versuchen sie, die guten Dreierschützen von Eggersdorf aufs Spiel zu nehmen. Und ein schöner Sieg noch dabei. Und Foul eigentlich. Foul. Ja, da passt doch. Perfekt. Also, Max Raum sagt, man hört uns. Freut mich sehr. Dann richt man nochmal schöne Grüße an Julian Knicke aus. Schöne Grüße an Julian Knicke und an anderen Zuschauer natürlich auch. Du musst bitte mal Texting da lassen, sonst kenne ich mir wieder den Ausweg, wenn ich so rumdrücke. Vielleicht bringt mir auch jemand ein neues Bier. Ja, hier. Ich hab einen Katzwerkler. Achso, dann holen wir den mal Bier. Mal kurz. Hier ist er schon rausgepasst. Der ist sicher. Und mit einem Dreier belohnt. Dankeschön. Mach mal auf. Und jetzt wäre der Druck größer von Eggersdorf. Ich weiß nicht, wieso der sich. Jonas Stangenberg, ein Einwurf, wird den Ball einbringen, sicher eingeworfen. Ganz starke Leistung. Ah, ein Dank an Manu Schmidt, der professionelle Bieröffner. Den wir hier extra eingekauft haben für dieses wichtige Spiel. Und Roman Rabber geht allein, so kommt durch 3 Leute, verlegt ihn aber schöner Rebound. Jetzt ist ja Rebound und dann auch.
Starker Einsatz! Der Einsatz mit Dennis Rodman! Und Jojo Heinz safe the ball. Und die Brille. Und Jona und Samuel Dreier. Oh! Nur Brett! Das Brett wurde getroffen, definitiv. Bloß nicht mal Brett. Das kann man eigentlich auch als das Turnover gelten lassen, was da Jonas Stangenberg bis jetzt abliefert. Sind wir ja beim ersten Turnover angekommen, das Spiel von Stangenberg. Also, erster Turnover, Jonas Stangenberg. Hier, meine Kabel lang. Bin ich noch eingesteckt? Mach das mal da oben drüber irgendwie. Fummelt mir da hinten. Ja, das passt schon. Das war nur gerade so auf Spannung. Einwurf. Simon Streicher. Fängt den Dreier, aber nimmt den doch nicht tief. Ecke, kommt die Nummer 11 durch. Nummer 11 zieht zum Korb. Gute Defense. Ein. Oh. Starkes Ding, muss man leider anerkennen. Starkes Ding bei der Nummer 11. Damit steht es 10 zu 10 im Spiel gerade. Sebastian Seiler. Letztes Jahr noch zweite Liga gespielt bei BBC Bayreuth. Jonas Stangenberg, was macht der? Sieht den Mann auf dem High Post. Jojo Hein versucht es. Beim Rebound. Kommt nicht dran bei der Dürfer. Schleicher mit dem Rebound. Hier nochmal an der Stelle. Schöne Grüße an Julian Knicke. Ich hoffe, dir geht's besser. Fast mit Stil und Stangenberg hat ein Stil und Stangenberg versenkt die sicher. Jonas Stangenberg, eiskalt. Und wieder drei angetäuscht, ein Schuss zurück und Rebound durch Stangenberg. Stangenberg, 2 Punkte, 2 Rebounds, okay. Turnover, 1 Steal. Gerade der Go-To-Guy auf dem Feld. Eindeutig. Jojo ein, zieht zum Korb, Jojo ein. Wird gefoult. Macht einen sehr schönen. Zieht das Foul eiskalt und geht an die Freiwurflinie. Man hat stark gezogen von Jojo ein. So, da ist der Wechsel. Fabian Günther. Das andere Team kommt ins Spiel. Ein Roman. Nee, doch. Genauso wie. Jetzt wird gewechselt bei DOK neues Spiel. Lukas Rüb. Fabian Günther mit der Nummer 10. Barkeeper in der Brasserie. Gibt's auch Schlängeler? Gibt's Schlängeler? Habe ich gestern aber nicht getrunken in der Brasse. Da hat der Knicke wahrscheinlich zu viel getrunken davon. Nee. Jojo, ein ganz sicher. Die DOK hat anscheinend vor dem Spiel fleißig Freiwürfe geübt. Bis jetzt 4 von 4 von der Linie. Normal ein solider Freiwürfschützer Jojo Hein, das man gerade gemerkt hat. 2 von 2, die DJK bis jetzt 5 von 5 von der Freiwurflinie, enorm sicher. Mal schauen, ob diese Quote aufrecht bleibt, wenn Jonas Stangenberg an die Linie muss. Gute Hände von Fabian Günther. Gute Defense bei Fabian Günther. In einer größeren Halle hätte er natürlich ihn noch bekommen. Und da hätte er den Diver ausgepackt und wenn den Ball in der Herkunft. Sicher den Diver. Und Einwurf für Eggersdorf. Aus dem Publikum kommen einige Schrittfehler, aber wird nicht geahnt vom Schiedsrichter. Kommentare. Simon Schleicher. So. Jonas Stangenberg, Mr. Schrittfehler, bringt den Ball höchstpersönlich. Auf Jojo Hein. Hat ihn wieder versucht und kommt. Zum Korb, Stangenberg. Jonas Stangenberg. Absolut Go-To-Guy. Jonas Stangenberg dominiert zurzeit das Spielgeschehen. Sowohl in der Defense als auch im Angriff. Somit ist die DOK gerade 4 Punkte vor. Im Eck steht alle drei. Oh, Fabian Günther hat sich heute einiges vorgenommen in der Defense. Schritt. Faule Fabian Günther. Zugunsten Fabian Günthers. Damit bekommt der Schiedsrichter kein Freibier mehr in der Presse. Und jetzt. Jonas Stangenberg schon kaputt an der eigenen Bank. Simon, Sebastian Seiler an der Freiwurflinie. Wurde und das kommentieren können natürlich deutlich sinken, wenn Lars Adams und Moritz Schmidt eintreffen. Dreier!
Dreier von Jonas Stangenberg. Er spielt heute das Spiel seines Lebens. Auch die Abwehrhaltung ist überragend. Jonas Stangenberg hat sich heute einiges vorgenommen. Gute Defense wieder bei Stangenberg. Und Stangenberg. Lukas Rüb in Rebound auf Stangenberg. Versuchen ihn jetzt. Er gibt aber... Rüberball. Rüb. Der Sohn der Trainerlegende Clemens Rüb. Jonas Stangenberg, wo ist er? Zum über Reichel. Reichel geht alleine. Raus auf Rüb. Mittelstandschuss. Sicher! 2 Punkte. Hier kommt wieder Manu Schmidt. Ich glaube, er musste kurz mal kacken gehen. Aber jetzt ist er wieder da. Vielleicht könnten gewisse Leute, die meine Handynummer haben, da mal schreiben, ob sie uns hören oder nicht. Eigentlich gute Zonenverteidigung, Theo Kamm, er machte trotzdem über Brett die Nummer 7. Fabian Günther im Ballvertrag auf Mo Reichel. Mo Reichel muss unter den Korb. Warum geht er nicht? Jetzt geht er unter den Korb. Jonas Stangenberg draußen. Jonas Stangenberg. Was? Ball fake. Ohne Schrittfehler gezogen. Lukas Rüb geht zum Korb. Lukas macht ihn eigentlich mit. Mo Reichel dabei, starker Rebound. Mo Reichel, was sicher. Er ist Regionalliga erfahren. Das merkt man hier in dieser Situation ganz deutlich. Fabian Günther spielt eine bärenstarke Defense. Aber das war etwas schlecht verteilt, zu nachlässig. Er ist ein Risiko eingegangen und ist leider damit gescheitert. Jonas Stangenberg wird klar gefault. Und Rüb geht's auf Rüb. Was macht Rüb? Der Sohn der DJK-Coach-Legende Clemens Rüb. Und schöner Hassel. Hasselplay und Jump-Entscheidung. Jonas Stangenberg lässt sich auswechseln. Jonas Stangenberg geht vom Feld nach einer überragenden Leistung bis jetzt. 7 Punkte, 2 Rebounds, 1 Steal und nur einen Turnover. Sehr gut. Und er ärgert sich komischerweise selbst, obwohl er sein bestes Spiel seines Lebens spielt. Verstehe das nicht. Er hat sich heute anscheinend einiges vorgenommen. 5 Sekunden des Spiels. 5 Sekunden noch. 4, 3. Sebastian Seiler. Gute Abwehr, sehr gute Abwehr. Gut verteidigt, wieder bei Fabian Günther. Wie steht es denn eigentlich schon, was Ergebnis? 16. Spielstand 16 zu 23 für die DJK Bamberg 3. Angeführt heute von Jonas Stangenberg mit 7 Punkten. In der Timeout verabschiede ich mich auch mal kurz. Dankeschön. So, wir starten in das zweite Viertel, 23 zu 16 der Spielstand. Einwurf, DJK Bamberg auf dem Feld. Matthias Zeck, Lukas Rüb, Michi Ho. Jojo Hein, Michi Ho und Dominik Janczynski. Auch genannt Dr. J. With Dr. J. Jojo Hein sucht Zeck anzuspielen, aber Zeck wird gut von vorne verteidigt. Lukas Rüb mit dem Dreier, Lukas Rüb. Starker Rebound, Jojo Hein. Starker Offensivrebound von Jojo. Aber den beiden Pass zugelassen. Gute Verteidigung trotzdem. Man sieht aber trotzdem bei Simon Schleicher die Übersicht. Er ist Regionalliga erfahren, wie Moritz Reichel. Ein schöner Pass auf Lukas Rüb. Sie suchen ihn, Lukas Rüb. Wie der Vater, so der Sohn. Der Rinder müsst ihr euch setzen lassen. Oh, jetzt kommen die dichtesten Leute, der dichteste. Da hinten sind eure Kommentatorenplätze. Da sind sogar irgendwo Wir begrüßen jetzt herzlich Moritz Schmidt und Lars Adams.
die uns beim Kommentieren sind. Eingetroffen aus Stuttgart. Carsten ist da hinten, wo du stand. Die. Was? Servus. In der Ecke, Dominik Janschinski, wie ist das? Arschgeil! Aber der Shooter, der DJK Bamberg, war schon wieder frei in der Ecke gestanden. Dr. J. Janschinski. So, jetzt wieder Schleicherball, täuscht den 3 ein, gibt aber weiter auf die linke Seite. Schaut schon wieder skeptisch über die Kommentare seines großen Bruders. Der sich schon wieder schön durchgeschenkt und faul durch die Lage aufgemacht hat. Faul durch die Nummer 8, Michi Ho. Jetzt Spielerwechsel bei DOK. Rapper kommt zurück für Rüben. Schicker Poli von Lars Adams. Und scheiß Mütze. Und Reichel kommt zurück für Jojo Hein. Lukas Rüben lässt sich auswechseln. Damit werden sie wieder größer unter den Kopf und massiger. Massiger definitiv, aber Jojo Hein hat gute Akzente am offensiven Brett gesetzt. Oh. Jonas Stangenberg spielt sein Spiel seines Lebens. Nur ein Turnover und 7 Punkte. Freunde, wissen. Oh ja. Sticky to the Wiki sitzt leider noch auf der Bank. Ich hoffe, er wechselt sich jetzt mal ein. Ey, Sticky to the Wiki, wechsel dich ein. Einwechseln, Sticky to the Wiki. Sticky to the Wiki. Jonas Stangenberg. Jonas Stangenberg. Mit Dr. J im Ballvortrag. Er vertritt. Oha! Ich weiß nicht, wieso sich die Nummer 10 so aufregt. Ich glaube, die Nummer 10. Mo Schmidt meint, die Nummer 10 hat einen Ständer. Hier ist Zeck mit dem Dreier. Warum Rabak holt den Rebound? Die Roman Rabak kennt er eigentlich schon. Oh, der täuschte Dreier passt auf Zeck am Halbpunkt. Zeck mit seiner überragenden langsamen Bewegung macht ihn nicht. Er verlegt leider. Du musst aber näher hin. Noch näher. Das kannst du umliegen. Du musst es richtig in die Fresse. Oh, Zeck mit dem Rebound. Zeck mit dem Defensiv-Rebound. Und jetzt Aufbau bei Michi Hulle. Rechts läuft Rabak, er sieht ihn aber nicht. Oh, ein schönes Bild. Oh, gute Entscheidung. Roman Rabak beschwert sich, dass er den Ball nicht bekommt, aber. Christian, das ist ja dein. Die DJK soll Lieblingsschiri, ne? Christian Raum hatte schon sehr gute Erfahrung mit diesem Schiedsrichter hier gemacht. Micho. Dominika Schinske mal auf Rabak. Rabak. Roman Rabak am Ball. Ah, den Ball hält er souverän. Michi Ho. Schau, das Feld zieht Zeck mit seinen Zecken. Wurf. Und Rabak beim Rieber. Rabak mit dem zweiten Offensiv-Rebound. Oh, reicher Ball. Schrittfehler. Und Zeck ohne Foul, Zeck. Matthias Zeck. Eigentlich ein Foul. Unqualifizierte Kommentare von dem Bayreuther Publikum, die eigentlich keine Ahnung haben. Man sieht ja, wie auch der BBC zurzeit in der Liga steht. Das färbt ab. Vor allem diese Dame ist korpulent. Natürlich habe ich nichts gegen dicke Leute. Der Jay schleicht sich weg. Und beide drin, ja, ne? Ah, meine Damen und Herren, Julian Knicke wird bald in der Halle eintreffen. Der Rode. Wir sehen, wir fahren ohne ein kurzer Dreier. Gute Arbeit, der DJK. Ich bin mein Döner abgeworfen, Alter. Gegen so einen Typ in Stuttgart gestern. Schmidt hat gestern in Stuttgart Döner rumgeworfen. Und ein Wurf für Eggersdorf. Auszeit. Max Raum will eine Auszeit nehmen. Auszeit bei der DJK Bamberg 3 durch den Coach Max Raum. Vielleicht gewinnt auch heute Abend mal der Club. Ja, noch eins.
DJK Bamberg spielt mit Mo Reichel, Roman Rabak, Dr. J. Jaczynski, Michi Ho und Jojo Hein. Wieso wird nicht Sticky Tony Wiki eingewechselt? Er spielt heute das Spiel seines Lebens, nur ein Turnover und 7 Punkte, Mann. Und er war beim Friseur. Und gestern Hacker dicht in der Brasse. Ja, und da nur ca. 20 Fans auf der Tribüne sitzen, erwarten wir, dass die restlichen 400 wahrscheinlich vor dem Fernseher sitzen, beziehungsweise dem Laptop oder Computer. Jetzt die Nummer 6 geht zum Kopf, eigentlich Schrittfehler für dich. Leider können wir heute nicht auf Ganzfeld spielen, weil in der anderen Halle eine scheiß Frisbee-Veranstaltung ist. Mit ungefähr 6 Leuten. Roman Rabak, da muss der Speedmove eigentlich kommen, aber Dr. J! Dr. J für 3. Was filmst du, Zom? Wird er eigentlich Frauenarzt? Kannst du das jetzt mal ruhig halten, dein Bild, du machst es ja ohne Ende. Hast du gestern besoffen oder was, Simon? Gute Defense bei Michi Ho. Bevor wieder schwankt. Auswechslung bei der Eckersdorf. Es kommen neu aufs Spielfeld mit der Nummer 9. Ne, was? Mit der Nummer 12, Lukas Georg, der Lukas Schorsch Ludwig Fichtner und der Johannes Christoph Bayer. Hey, der Schorsch ist auf dem Feld, ey. Nummer 11. Sebastian Seiler. Dribbelt sich durch die Beine. Nimmt den Dreier. Oh, zu kurz. Dr. J mit dem Rebound. Und im Eck ist Rabak frei. Mittel des Strafstoß. Jojo. Jojo Hein kommt nicht ganz an den Rebound. Bei Eckersdorf spielt noch mit der Nummer. Und Schreo. Schöner Vorhang. Und der Dreier. Dr. J. Aber offensiv Rebound wie immer rum. Leider richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung. Es war leider ein Schrittfehler bei Roman Rabak. Hat aber eher Stangenberg-Niveau gehabt. Mit der Nummer 6 wird Alexander Dörfler eingewechselt. 12, Lukas Schosch, Ludwig ist immer noch drauf. Nummer 9 mit den 3 daneben. Rieber offensiv überhaupt. Moritz Reichel! Zweiten Megablock. Falsche Entscheidung vom Schiff. Er dürfte sich morgen in der Top 10 wiederfinden. Wer ist die Nummer 10? Philipp Glaser! Foul durch die Nummer 9! Durch die Nummer 9. 9. Johannes Christoph Bayer. Ist das? Keine Ahnung. Den. Gerüchten zufolge hat Nummer 9 wieder einen Ständer. Boah, Reichler bei Besitz. Oh, ein schönes Knopf! Eigentlich ein klares Mischmesch für Reichel. Die Nummer 11 gefällt mir nicht. Sie ist nur am Meckern mit den Referees, obwohl er keine Ahnung hat. 13, Roman Rabak. Jojo Hein, geht auf den High Post. Hält den Ball zündig. Zu Jojo Hein. Mit Foul. Eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters gespannt. Der Schiri gefällt mir eh nicht. Da ist nur noch 5 vor für die DOK. Weg ist ja Schinski frei, nimmt den Dreier. Dr. J! Oh, in your face, bitch! Dr. J! Dr. J! Dr. J! Dr. J! Dr. J ist frei! Dr. J kommt hoch, oh, der wird nicht an. Dr. J fordert den Ball, er ist heiß. In his. Dr. J! Dr. J im Rückfall! Oh! Ganz schön, lieber noch Rabak! Roman Rabak! Mo Reichel! Ja! Das gut gearbeitet am Brett bei der DJK Bamberg und Mo Reichel versinkt! Aber das vom Roman hatte fast den Thiago Splitter-Move. Schon eingewechselt. Oh, und jetzt zoom kurz auf Sticky to the Wiki. Und jetzt mit der Nummer 5, Sticky to the Wiki! Wir versprechen uns viel Ruhe von ihm auf dem Spielfeld. Schöne Grüße auch an Norbert Riedli.
Aufbaulegende der DJK. Stangenberg ist aus dem Feld. Sticky to the Winky. Gleich im Aufbau. Joni Bär. Verantwortung übernehmen. Sticky to the Winky. Unglaublichen Ruhe, die er in jedem Spiel aufs Spielfeld bringt. Mit seiner unglaublichen technischen Finesse, die er alle besitzt, wird er dieses Spiel auf jeden Fall jetzt in dieser entscheidenden und Phase seine schon vorentscheiden. Nach überragenden Sticky to the Winky. Foul! Foul ist wieder nicht gepfiffen. Oh, mit Foul! Oh. Jawohl! Bärenstark. Schön, dass Foul gezogen hat, Dreier. Ich weiß nicht. Wieder nieder und fleht den Schiedsrichter an. Man glaubt es kaum. Nummer 6 beschwert sich, obwohl Nummer 12 das Foul zugibt. Unverständlich. Aber man merkt schon wieder, dass Sticky to the Wiki auf dem Feld ist. Sofort wird ein anderer beim Dreier gefoult. Sticky to the Wiki, Stick Mountain, Joni Bär. Nein! Simon Burger braucht Nachhilfe in Erdkunde. Und jetzt wieder mit dem dynamischen Stick to the Wiki und Zwiebel Günder. Vorher zusammen überragende Verteidigung gespielt. Zwiebel hat noch einen leicht dichten Blick drauf. Sticky to the Wiki und Zwiebel sichern ab. Rabak sicher. Rabak sicher. Da wurde gestern anscheinend Freiwürfe trainiert. Einen Augenblick bitte, ich liefere sofort die Freiwurfgeschichte, Statistik. Das Freitagabendtraining zahlt sich also doch aus. Aber 2 von 2. Rabak schießt normalerweise nur 48% von der Freiwurflinie. Heute 3 von 3. Die DJK Bamberg mit einer unglaublichen Freiwurfstatistik von 8 von 8. Das ändert sich natürlich, wenn Sticky to the Wiki an die Linie muss. Schöne Abwehr, aber er macht ihn nicht und Rieber noch Rabak. Rabak schon mit 6 Rebounds. Roman Rabak, 6 Rebounds. Und Zeige geht ja close to close. Und eine schöne Senderbewegung. Aber die Nummer 14. Nummer 14 heißt Petzold. Simon Gerhard Böhm. Böhm, oh. Der Böhmi. Ein ruhiger Aufbau. Zwiebel. Zwiebel. Roman Rabak. Guter Pass auf Joachim Zieler. Joachim sicher verwandelt. Der schöne Pass, Staffetti. Da ist das DJK-Zauberspiel. Was denn? Zeig doch mal. Oh, wir haben keinen. Jojo Hein im Fastbreak. Jojo Hein zieht das Foul. Max? Wir rufen kurz den Technik. Simon Burger hat keine Ahnung in Technik. Wir sind verloren. Moritz-Zeige, Ecke ist viel frei. Gegen er geht aber alleine. Ein schöner Ball. Böhm kann sich nicht durchsetzen. Roman Rabak immer am Ball. Und richtige Entscheidung. Einwurf, Eckersdorf. Zur Zeit ein solider Vorsprung DJK mit 15 Punkten. Echt? Ja, echt.
Trapper geht auf das Ziel, erreicht hier nicht 3 durch die Nummer 9, der sicher drin ist. Stangeberg, oh, Stangeberg zu Boden. Der Lauf. Sticky to the Wiki muss das Hemd veräfft in die Hand nehmen. Er schleicht sich im Eck frei, aber Jojo Heid geht wieder. Jojo Heid, du Sticky to the Wiki. Für drei. So! Unglaublich! Sticky to the Wiki. 2 von 2 von der Dreierlinie mit 10 Punkten. Career High. Sticky to the Wiki. Und jetzt der Vater des Bamberger Basketballs, DJK Bamberger Basketballs, Clemens Rüb. Und es ist so das Sticky to the Wiki zieht das Foul. Jetzt, und jetzt sind wir gespannt, was an der Freiwurflinie stattfindet. Sticky to the Wiki. Clemens Rüb wird wahrscheinlich nicht zu uns kommen. Teil 8 von 8 von der Freiwurflinie. DJK-Mannschaft. Jetzt kommt der Schwachpunkt. 8 von 8 bis jetzt von der Linie bei DJK. Und jetzt kommt Sticky to the Wiki. Aber ohne Schrittfehler. Wenigstens kann er in der Freiwurflinie keinen Schrittfehler machen. Sticky to the Wiki! Der Kerl ist heute heiß. Sticky to the Wiki ist eigentlich nur ein Freiwurfschütze mit 25%. Aber ein von einem. 2 von 2! Die DJK Bamberg hat anscheinend gestern noch eifrig Freiwürfe geübt. 10 von 10. Selbst Sticky to the Wiki trifft 2 von 2. Neuer Topscorer des Spiels, Sticky to the Wiki mit 12 Punkten. Die Nummer 9 müssen sie jetzt machen, schießt recht stark rein. Nummer 9? Nummer 9 ist der Johannes Christoph Bayer. Da stand wieder ein Schulenpass auf Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel. Aber da ist auch mit Angst hochgegangen. Fabian Günther genannt, er Zwiebel. So haben ihn seine Eltern genannt. Zwiebel heißt Zwiebel, weil er Zwiebelaugen hat. Warte. Und wieder beschwert sich die Dame aus dem Publikum. Die etwas korpulentere. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, schöner, schöner Stil. 2. Gut gefangen von der Bank. Noch 2 Sekunden. 2 Sekunden, ich würde Dr. J einwechseln. Wahrscheinlich kommt auf über Jonas Stangenberg. Wie ist gemacht? Moroman Rabak. Oh, so close. Ich persönlich wäre Sticky to the Wiki gegangen, der heute sein Spiel seines Lebens bestreitet mit 12 Punkten und nur einem Turnover.
Test.
Also wir haben dich jetzt, wir haben dich Dr. Jay oder Frauenarzt genannt. Gleich wird Julian Knigge in die Halle eintreten. Kamera zücken. Flanieren. Die Polizei hat ihn hier abgesetzt. Find's eigentlich traurig, dass Rothaarige immer verarscht werden. Wir haben halt keine Seele. Halber Rausch, der goldene Rausch. Raus, Weisheit. Gibt's da den Clemens? Hier! Auf Julian Knigge zoomen! Julian Knigge betritt das Spielfeld mit seiner neuen Frisur. Was machst du denn die ganze Zeit? Du sollst nicht immer da hinkommen. Du kommst immer da hin. Ja, wenn du so noch. Julian Knigge! Julian Knigge hat den gestrigen Abend doch überlebt und betritt das Spielfeld. Nein, den Geräteschuppen. Entschuldigung. So, die DOK wieder mit. Die DOK wieder mit der gleichen. Die DOK wieder mit der Starting Five vom ersten Viertel. Starting Five, Matthias Zeck, Mo Reichel und mit Korb auf dem Flügel. Roman Rabak und Dominik Janczynski und Michi Ho. So, herzlich willkommen in der zweiten Halbzeit. Gleich über den Sender, schöner Pass. Ein erster Drei durch die Nummer 9, die es jetzt sehr stark geworfen hat. Und daneben. Ah. Foul, aber es wird nicht gepfiffen. Rebound. Oh, der Block und wir das. Foul. Foul von Moritz Reichel. Moritz Reichel geht an die Freiwurflinie. Nicht an die Freiwurflinie. Sebastian Seiler geht an die Freiwurflinie. Das ist schon eine Drucksituation. Eckersdorf mit folgender Starting 5. Sebastian Seiler. Was Simon ist Gerhard Böhm. Ich kann auch, ich muss hier kommentieren. Sechs. Ja. Alexander Dörfler, Simon Schleicher und Nummer 9 Johannes Christoph. Dr. Jay. Dr. Jay. Aber schöner lieber durch Rabak. Matthias Zink. Eiskalt. Eiskalt. Nothing but net. Kommen immer noch 14 vor für die DOK. Und wir haben fast den Boden zerstört. Und Michi hoch am Ballbesitz. Macht das Spiel wieder. So langsam rein. Sollten sie wieder Sticky to the Wiki einwechseln. Michi um den sicheren Wurf von außen. Oh, oh Michi um. Kotzen. Und hier Sticky to the Wiki. War noch kurz kacken und wir drehen wieder das Spiel. Nice.
schaut sehr erleichtert aus. Und weiter im Spiel. Auf dem Halbbus macht sich ein Bayreuther frei, wird aber Simon nicht Schleicher Halbdistanz. Airball, er hat einen Ständer. Und Rabak am Ball. Rabak auf Michi Ho. Michi Ho, Matthias Zeck. Oh! Der nächste Dreier der DJK Bamberg durch Matthias Zeck. Damit 20 Punkte vor für die DJK. Und da gibt es unmissverständliche Aussagen. Der Legend. The one and only. Clemens Rüb. Zwei sicher verwandelt und übertreten. Übertreten. Da weint er fast die Nummer 6. Der will ich auch. 6 ist eine Rollstuhl. Oder ein geputztes Kind, weißt du, wie in Wien. Und die waren immer so noch, die danach noch heulen. Hier haben wir kurz eine kleine Anekdote aus Wien erzählt. Als Lars Adams zum größten Nachwuchstalent des Bamberger Basketballs übernacht wurde. Wegen der Nummer 6. Die Humpelt! Es ist Zeit für. Es ist Sticky to the Wiki Time! Wird die Legende die Halle schon verlassen? Ich mit den Dreier. Oh, daneben. Mal kurz auf Rieband durch Rabak! Zeck wieder sehr frei jetzt. Zeck mit seinem Gedächtnis. So ich stabil. 20, 30, glaube ich. Foul durch Rabak. Das ist Roman Rabak mit dem Foul. Der hat noch eins. Gib dem Schule eins. Und der Dreier durch die Nummer 15. Weil habe ich sich auch. Schleicher mit dem Dreier Nummer 15. Schleicher mit dem Dreier Nummer 15. Was ist der Spielstand? Damit steht es nur noch 55 zu 41, also 14 Punkte nur vor. Nach zwischenzeitlich 20 Punkte für eine DJK. Roman Rabak, mit dem Turnover! Da müsste langsam die Auszeit kommen, um nicht den Spielfluss zu verlieren. Nicht so wie Chris Fleming gegen Kaunas, wo die Auszeit viel zu spät kam. Das ist wirklich wahr. Jetzt muss die Auszeit! Eckersdorf feiert sich schon ziemlich hart, obwohl sie nichts können. Und die feiert sich für nichts. Doch, für 12 Punkte hinten. Die waren gerade noch 20. Wer ist Mocker? Die waren gerade noch 20, vorne der DJK ist nur noch 12. Wie will? Komm doch alles. Läuft doch. Julian Knigge. Yeah, Julian Knigge und der Glor Schreiber. Die Halbzeitshow. Die Auszeitshow. Manu spielt, er wird Sport Aditum wählen. Ganz großes DJK-Nachwuchstalent. Du warst es echt in Wien. Ist das die Linde? Was ist denn schon wieder? Thank you.
Maxi war gerade im Internet gezoomt. Und ich hab die Linda gestern schon gesehen. Hallo, hier. Offense Foul. Ah, Bad Call. Komm schon, Rev. Oh, der Glor Schreiber hat gerade was in die Eskalationsurlaubsgruppe geschrieben. Wichtiger Hinweis für alle User im Netz. Glor Schreiber, geht's gut. Freiwurf. Der Freiwurf steht Böhm. Der weiße Riese. Oh, macht ihn sicher. Nummer 14. Der Gerhard. Simon Gerhard Böhm mit zwei sicher verwandelten Freiwürfen. Und jetzt kommt. Und jetzt ist es wieder soweit. Sticky to the Wiki. Gleich mit Ballbesitz und Aufbau. Sticky to the Wiki im Ballvertrag. Sticky. Oh! Foul, er schiebt. Schiebt, oh. Gut, Sticky to Wiki. Rabaxi 3 gereicht, was im Ball Zeg im Dominik ganz schön sehr, Dr. J, Dr. J. Dr. J macht das Spiel, ja schön. Matthias Zeg. Oh. Ah, Sticky to Wiki. Foul. Ah, Foul! Damit sind es jetzt nur noch 12 Punkte gerade Vorsprung für die DOK. Clemens Rüb ist mittlerweile auf der Tribüne. Oh oh. Nur noch 10 Punkte Vorsprung. Spielstand aktuell 57-47. Und jetzt ein Lichtblick für alle Männer. Oh! Ah, oh, guter Einsatz von Rapper. Übrigens, Moritz Reichel verletzt Auszeit. Auf dem Boden. Moritz Reichel liegt verletzt auf dem Spielfeld. Das könnte schon eine Jubelbotschaft sein für DOK. Moritz Reichel, Applaus bitte! Da hilft nur ein Wundertrink, Bier. Oh, das ist in den Kommentieren. Und Reichel gerade auslegt, ohne Dreier. Oh. Nur noch 7 Punkte der Vorsprung für die DJK Bamberg. Aber man muss sich keine Sorgen machen. Stick to the Wikis auf dem Spielfeld. Rapper geht zum Kopf, wird eigentlich gefoult. Ein dummer Ballverlust. Gutes Foul bei Roman Rabak. Gutes Foul bei Roman Rabak. Aber da muss man doch. Klare Fehlentscheidung. Denn Roman Rabak war am Ball. Er war eindeutig am Ball. Der Referee sollte die Regeln neu lernen, denn wenn der Spieler in den Kontakten ist, kann es kein unsportliches Foul mehr geben. Da hilft keine Diskussion. Der Gerhard. Oh. Absolute Fehlentscheidung. Und oh. Da ist der Druck zu groß. Böhm. 14. Simon Gerhard Böhm versagt. An der Linie.
Spiel. Das Spiel geht weiter. BBC Eckersdorf, also auch das Vorkampf von Bayreuth im Ballbesitz. Und der Dreier. Und Riemann noch. Riemann auf Michi Ho. Michi Ho mit dem Ballvortrag. Versucht das Spiel zu ordnen. Jojo Hein, Jojo Hein mit dem Zug zum Korb. Und wir haben auch einen Fehler eigentlich. Wird nicht gepfiffen. Jojo Hein eigentlich. Und der Dreier. Und das sind sie. Nur noch 3 Punkte Vorsprung. Nach zwischenzeitlich 20 Punkte in Führung. Christian Zeck mit Matthias Zeck mit einem ruhigen Wurf. Matthias! Mit dem langen Mitteldistanzwurf. Der Polizeioberkommissar. Polizeioberkommissar aus Bamberg. Und Zeck, oh, wir müssen rebounden. Aber Böhm im Nachfolger. Und Zeck kann den Ball nicht fangen. Wenn ich richtig bin, ja. Und Reichel wieder. Reichel kommt gleich zurück. Damit. Christian Zeck mit dem Dreier. Matthias Zeck hat die Antwort parat. Der Führungsspieler der DJK Bamberg antwortet postwendend mit einem Dreier. Unser Polizeioberkommissar. Polizeioberkommissar mit geladener Waffe. Der ist eigentlich auch gut mit geladener Waffe. Der parkt. Die 3 Sekunden missachtet und faul gepfiffen. Schwache Leistung der Schiedsrichter. Und Dr. Jay Jaczynski betritt wieder das Spielfeld. Der Frauenarzt schlechthin. Dem Arzt, den die Frauen nicht vertrauen. Oh, wir werden versagt an der Linie. Alexander Dörfler zeigt Nerven an der Linie. Das ist eine Drucksituation für ihn. Und der Riemann noch weg. Verwirft beide und er ärgert sich zu Recht. Jonas Stangberg im Aufbau. Versucht das Spiel zu ordnen. Sticky to the wiki. Oh, Horns. Horns. Schönen Rabak. Roman Rabak. Rabak eigentlich faul. Klares Foul. Oh, Roman Rabak liegt am Boden. Er ist eingeschlafen. Ständer. Und Rabak verletzt. Ein schwerer Schlag für die DJK. Sticky to the Wiki im Ballvortrag. Wird unter Druck gesetzt auf Matthias Zeck. Mit dem Dreier Matthias Zeck. Aber Dr. J. Super Rebound. Was will er denn? Liebe Grüße an Jan Erchinger. Hiermit grüße ich Jan Erchinger, auch von Lars Ader. Und Christian Zeck. Jonas Stangmann mit dem Dreier. Oh, Backshot. Und der zweite Ballverlust durch Erbol. Rastet die so aus? Zwei vor, DJK. Jetzt müssen Führungsspieler wie Mo Reichel das Heft in die Hand nehmen. Man kann vor. Geburtstagskind. Oh, nein.
Latta, oh, arrogant zeigt er noch die getroffene Wurf an. Und Dr. J im Aufbau. Das ist ein klares Foul von Böhm. Klares Foul von Böhm. Er springt. Böhm. Er weint. Das gibt's ja nicht. Moreiche Ballbesitz. Moreiche versucht alleine zu gehen, postet sich schön auf. Moreiche! Moreiche bärenstark! Er schneidet! Schneider! Klein Gruß an Philipp Schneider! Oben auf der Tribüne! Oben auf der Tribüne! Mit seiner neuen Frisur! Der parkt! Oh! Airball! Dr. J mit dem Rebound! Dr. J! Und Jonas Stangenberg! Oh, daneben! Schöner Einsatz von Dr. J und Zack! Grüß mal! Wenn du zuschaust, ich möchte eine Nobby, wir grüßen dich vom ganzen Team. Wir grüßen dich, wir haben dich lieb. Du bist unser Captain. Ohne dich ist die DJK nicht die DJK, die sie jetzt wäre. Du hast uns alle geprägt. Holla DJK. Nobby, pack daheim die Wings aus. Und der Dreier und daneben und nee. Keine. Jetzt der letzte Angriff der DJK, oh, aber Heine macht das schnell. Foul, jawohl. Gezogen. Die Nummer 6, Alexander Dörfler, ärgert sich schon wieder. Selbst schuld, wenn man schlecht verteidigt. Zehner ist voll bekommen. Zwei hast du bestanden. Oh. Und ein dummer Ballverlust der DJK. 3 vor DJK. Wir sind im dritten Viertel, kurz vor Ende. Kurz vor Ende im dritten Viertel für die DJK. Die DJK hat sich das Heft aus der Hand nehmen lassen. Etwas Schleicher wieder. CDC mit einem klaren Schrittfehler, der nicht geahndet wird. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nummer 10, Philipp Glaser, ist ein bisschen aggressiv. Ja, wir müssen schon lange im letzten Viertel sein, oder? Und ein Ballverlust. Sticky to the wiki on a wing. Auf Matthias Zeck. Oh, schön. Oh. Und Zeck versagen die Nerven. Er ist aber die DJK Bamberg müsste auch mehr über Sticky to the Wiki stemmen. In der ersten Halbzeit 12 Punkte gemacht hat. Sagen 12 Punkte und ein Turnover nur bei Sticky to the Wiki. Ja, hat er gemacht. Aber auch 2 Ballverluste schon, 3 mit Brett. Dr. J. Dr. J. Obacht. Und da trifft er die Lampe. Und die DJK Bamberg geht mit einer 1-Punkte-Führung in das letzte Viertel. Die komfortable Führung von 20 Punkten wurde leider fahrlässig verspielt. Hi. Ein Kommentator 12 Ted haben wir hier. Philipp Schneider müsste jeden Augenblick hier unten eintreffen. Einen dicken Kotnascher mehr.
gefragt, als ob der da noch schreiben kann, Alter. Hier. Den Haferkorn-Gewinner. Benny Meixner. Jetzt sind wir in den letzten 10 Minuten des Spiels. Es geht noch um alles. Die DOK hat regiert und Sticky ausgewechselt. Lukas Rüb sieht Moritz Reichel eindeutig wieder Ballbesitz. Ein schlechter Pass von Rüb. Da, und da ist er, der Schneider. Christian Zeck. Ein schön Babyhook. Hier Philipp Schneider, frisch vom Friseur gekommen. Schaut immer noch scheiße aus. Aber nicht so scheiße wie du, Christian Raum. Und der Ausgleich. Der Ausgleich. Du kannst auch. Und der Ausgleich ist. Der Ausgleich ist. Dr. J wird geblockt. Dr. J wird geblockt. Schleichen. Und es ist unentschieden und Eggersdorf im Ballbesitz. Wow, und der Riemann durch Reichel. Rübe im Ballbesitz, bringt den Ball nach vorne. Rübe, oh nein, das Spiel wird aber gefoul, hängt an die Hand, es wird nicht gepfiffen. Oh, Reichel wird gefoul. Oh, Reichel! Oh. Jawohl! Gut gezogen von Mo Reichel. Das gibt zwei Schüsse. Und eigentlich müsste der Kopf zählen, denn es wurde am Netz gezogen. Die Refs besprechen das. Der Korb muss zählen. Der Korb muss zählen. Es wurde am Netz gezogen. Was entscheiden die Referees? Videobeweis. Der muss zählen. Muss zählen. Er zählt, klar. Zählen. Gute Entscheidung von den Schiedsrichtern. Wieso wird nicht das dynamische Duo Zwiebel und Sticky to the Wiki eingewechselt? Okay. Damit 2-4 für die DOK, das Spiel geht weiter im letzten Viertel. Schleicher wieder, Schleicher täuscht den Dreier an. Gutes Foul von drüben. Der Trainer Legendensohn. Nee, lass mal lieber hin. Oh, geblockt durch Rüb. Klasse Block. Jetzt Moritz Reiche bringt den Ball. Moritz Reiche geht zum Kopf. Oh, belegt den Ball. Dem Schreiber ist ein absoluter Spasti. Immer noch 2 für DOK, der 3 wird angetäuscht. Bei Crossover versucht vorbeizukommen und sieht ihn unten den freien Mann. Aber gut verteidigt von Zeck. Gut verteidigt vom Polizeioberhauptkommissar. Der Polizeioberhauptkommissar mit der geladenen Waffe zeigt alles, was er kann. Und Rabak, schön, aber ein Fehlpass von Rabak. Die Nerven liegen blank bei der DOK, sie führen aber immer noch mit 2 Punkten. Ein gutes Foul von Lukas Rüb. Die Nummer 11, Sebastian Seiler, ist nicht sicher von der Freiwurflinie. Das Geburtstagskind. Ihr habt von dem Video nichts
Eiskalt. Bei der Linie. Sollen wir jetzt unentschieden? 68, 68. Oh, Nils ist da, Nils ist da. Nils Gerstner, die Halle bitte. Oh, Nils Gerstner. Nils Gerstner. Schöne Grüße hier an Nils Gerstner. Nils Gerstner. Und Dr. J mit den Dr. Dreier. J. Oh! The Doctor! Dr. J. Den Arzt in die Frauen vertrauen. Oder auch nicht. Und jetzt Stil auf Dr. J. Dr. J übernimmt das. Verantwortung. Und Dr. J täuscht den Dreier wieder an. Wird eindeutig gefoult, aber es... Roman Rabak, Roman Rabak. Ordnet das Spiel. Zieht zum Korb. Foul gezogen. Wird gefoult von der Nummer 12. Wie heißt die Nummer 12? Ja, stimmt. Die war bei uns. Ja, gar nicht. Die Cousine ist scheiße. Ey, die 12 ist der... Lukas Schorsch, Ludwig Fichtner. Das ist der beste Name. Und Einwurf durch Rüb. Rüb zieht Rabak. Rüb auf Rabak. Rabak zu Zeck. 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 Seine ah, Ruhe. Lukas Rüb, was würde er machen? Nicht faulen. Gut. Nee, ein vor. Eins vor für die DJK Bamberg. Lukas Rüb im Ballvertrag, der Sohn der Legende Clemens Rüb. Auf Mo Reichel. Mo Reichel im Ball. Mo Reichel, Post up. Ah ja. Oh, eine schlechte Entscheidung von Reichel. Er fordert das Foul. Er fordert das Foul. Er fordert das Foul. Hopp. Defense, Jungs. Der Weg ist er frei. Nimmt er oh, enttäuscht gute Defense bei Dr. J. Oh, schade. Schwalbe. Hey, Jungs. Ich hab eine Ahnung. Der Depp ist ja nicht da. Hiermit bedanken wir uns an Chrissy Ho für diesen überaus freundlichen Kommentar. Eine Legende der DJK. Schöne Grüße an den Fleischpenis von Mo Schmidt. Mach mal auf. Ich habe nichts. Rieber noch reicher. Auf Ding ist mir das. Und immer noch. Und der Jonas Stangberg. Sticky Tooth! Für drei! Oh! Oh! Sticky to the Wiki is on fire! On fire! Bin. Sticky to the Wiki! Die Stange! Keiner kann so gut und so lange wie du! Wie du! Jonas Sukai! Gute Abwehr, oh, und das pfeift deine Fehler. Jonas Stangenberg mit dem Spiel seines Lebens. 15 Punkte und nur ein Ballverlust. Zwei Ballverluste, zwei Dreier mit Brett. Entschuldigung, zwei Ballverluste, weil zweimal hat er das Brett getroffen. Aber guter Kommentar vom Clan Schreiber. Career low in turnovers. Ja, der ist... Gute Abwehr! Gute Verteidigung! Rieber noch Reichel! Oh. Gegen Lukas Schorsch Ludwig Fichtner! Zeig mir den Dreier! Oh. Oh. Foul! Foul bei Roman Rabak! Gutes Foul, er stoppt damit den Fastbreak! Taktisch klug. Hat er vorausgeahnt. Was? Ja, die macht er eh. Yay, der Lukas Georg Ludwig. Heißt der Kuckuck was? Trifft Lukas Georg Schorsch Fichtner. Schorsch. Scheiße, Alter!
Zum Glück bist du da, Entschuldige. Ich würde weiter über Sticky to the Wiki spielen. Ja? Ja, da, steht noch drauf. Zwei vor für DHK. Das steht da. Hey, Max! Wir müssen noch. Zwei vor! Sticky to the Wiki, to Roman Rabak, der Pick bei Jojo Hein, Roman Rabak mit dem Blitzanschuss. Jojo Hein, schade. Und Lukas Rübsch. Kein Foul. Aber gesucht auf den Sieber ziehen. Oh, Foul. Gut aufgenommen von Roman Rabak. Er setzt die Akzente überall auf dem Spielfeld. Jetzt höre ich dich übrigens gerade. Jo, perfekt. Haben wir. Jetzt höre ich euch, super. Und drüben Ball ist es. Oh, kein Foul! Ausgleich. Und jetzt wird der Führungsspieler Moritz Reiche wieder eingewechselt. Und Michi Hohn kommt auch zurück. Foul. Er liegt im Eck. Team Fault. DOK Team Fault. Wieso wechselt der Zeck aus, Mann? Warum höre ich dich jetzt plötzlich? Nein, jetzt höre ich dich richtig gut. Wahrscheinlich haben die hinten das Mikro ausgestrichen. Und jetzt Michi hier oben da im Spiel, der Lockenkopf. Ja. Foul eigentlich, er greift drüber. Im Low-Post auf Michi Ho. Mitteldistanzwurf. Ah, schade. Roman Rack. Ball bis jetzt hier, okay. Schade. Nee. Auf geht's, Jungs! Hat er wieder in der Straßenbahn alles vorgekommen? Schrittfehler! Wieso darf der 4 Schritte machen? Der Herr Böhm. Böhm, du bist so schön. Und er macht den, das ist die erste Führung seit langem für Eggersdorf. Die erste Führung überhaupt. 3 Minuten vor Ende. Matthias Zeck, der Polizeihauptoberkommissar. Man versteht aber die Auswechslung nicht, dass Gül für Stangenberg gekommen ist. Für mich eine klare Falschauswechslung. Sticky to the Wiki ist on fire, ich würde ihn nicht auswechseln. Zeck versucht das Foul! Gut. Matthias Zeck an der Freiwurflinie. Nochmal ein solider Schütze. Ich entschuldige mich hierbei, dass ich Matthias Zeck mit Christian Zeck verwechselt habe. Oh, das sind die Nerven. Aber als er vorher, als er noch Matthias hieß, hat er die Freiwürfe getroffen. Oh, Der Klarschreiber soll nach Hause gehen. Den Knicker kann er gleich mitnehmen. 2 vor, es sind noch ein paar Minuten. Gute Abwehr! Rieber noch gut, der ist doch 11! Moba ist tief auf. Das ist der 30 Nummer 9, der ist weg! Und Airball! Polizeihauptoberkommissar Zeck. Michi Ho im Fass. Und er bindet ihn. Er bricht ab auf Moreiche, Roman Rabak.
Oh, der Michi Ho mit dem Dreier. Der ist weg. Daneben, das hat man leider im Ansatz schon gesehen. Ich würde Sticky to the Wiki und Dr. J einwechseln. Zwei hinten. Wow, 10 von Matthias Zegel! Christian! Das ist Wille, das ist purer Wille! Roman Rabak zu Zeck mit! Oh! Foul! Klares Foul, das nicht gepfiffen wird. Michi am Boden, aber Michi steht wieder. Böhm am Ball. Schnittfehler! Ja! Gute Verteidigung von der DJK Bamberg durch Mo Reichel. Und jetzt kommt Dr. J zurück. Endlich wird Dr. J eingewechselt. Die klare Entscheidung, Bühl rauszutun. Und die komponente Dame beschwert sich schon wieder lautstark auf der Tribüne. Dr. Chainer 3 in der frisch gekommen, sieht Moritz Reichel. Oh, Reichel im Laufpost. Roman Rabak, ah. Oh, hey. Michi Ho, zieht zum Korb. Ah. Scheiße, ey. Ey, Jungs, ey. Wahrscheinlich scheiße. Hallo, ich bin der Christian Raub. Christian, du geile Sau. Sehr gut, der Lars hier mit leichten Trommeleinlagen. Was? Was, hä? Was? Was? So, kurz ist die Verbindung weg. Kurze technische Probleme. Jetzt haben wir es ja wieder. Wir haben jetzt noch eine Minute Spielzeit haben wir. Ja, Kamera läuft. Eine Minute Spielzeit haben wir noch. Zwei vor Eckersdorf und zwei Freiwürfe für die Nummer 11. Das wird eng für die DOK. Oh, die Nerven. Macht den 3 Punkte hinten, DOK bei 1 Punkte hinten, der DOK Bamberg noch eine Minute zu spielen. Man wundert sich, dass Sticky nicht auf dem Feld ist. Ja. Zecke postet ab. Er wird angespielt. Das Duell würde ich nicht suchen. Michi zieht. Wird gefoult. Und er geht an die Linie. Die zwei Freiwürfe müssen sitzen. So ein So in der Situation bräuchte man einen. Nein, ihren. Und Rabak an der Linie macht den ersten sicher. Juli ist raus. Rabak mit dem zweiten Freiwurf.
Roman Reichel. Ah, dann zweiten Verwandler, aber Zeck geht schon rüber, leider nicht. Schade. Da muss die Abwehr jetzt stehen. Defense! Hey, feuert halt mal an. Michio steht, die Abwehr steht gut, die spielt Zone. Hey, Zeck, pass auf hinter dir. Offensivbau! Good call, good call. Auszeit, JK Bamberg, 2 Punkte hinten zu spielen, sind noch ungefähr 25 Sekunden. Man ahnt, dass Jonas Stangenberg eingewechselt wird bei dieser entscheidenden Situation. In dieser Situation muss Jonas Stangenberg eingewechselt werden. Entweder der Dreier ist mit Brett drin, oder nicht. Oder Ballverlust. Oder ein Turnover. Kurze Grüße an Jan Erschinger. Und dann Norbert Drittli. Jan, ich bekomme immer noch den Kasten Bier von dir. Und jetzt, Jonas wurde nicht eingewechselt, man versucht wahrscheinlich über Dr. J zu gehen. Michio, auf Roman Rabak. Matthias Zeck im Post-up. Matthias Zeck. Oh, Reichel geht an die Linie. Hoffentlich hält seine Wurfquote weiterhin so an, dass er beide versenkt. Auf geht's, Mo! Das ist eine Drucksituation für Moritz Reichel. Aber wie wir alle wissen, ich muss... Moritz Eibern am zweiten Freiburg. Er versagt auch. Aber Rebound bei. Beide verworfen. Mach den ersten sicher damit 3 vor für Eggersdorf. So, der zweite Freiwurf für den 18:4 vor. Da ist der Rieder. Die Chance bei der LK. Ich will über Dr. J gehen. Dr. J. Dr. J. Dr. J. Die Trabak. Zeck mit den Dreier, der ist so kurz. Alter, du hast 20 gefallen.
damit verabschieden wir uns. Bei der Viertelfinale habe ich gegen den besten Kreis. Wer ist der Teil? Ja, aber dann fahre ich mit denen halt.